Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Guild Wars 2. So, dann haben wir mal das Totem gebaut. Sömers, wie geht's weiter? Mein Freund und ich passen hier ein wenig auf. Es wäre ratsam, unsere Autorität zu respektieren. Ja. Shokokuka ist froh. Schreien ist gut. Freut mich, dass er Shokokuka gefällt. Ist gut. Stein für euch. Genau, was ich brauchte. Ihr wüsstet nicht zufällig, wo ich frisches, heißes, sehr heißes Wasser finde, oder? Doch, in der Tat. Nicht weit von hier gibt es Quellen. Dort findet ihr sehr heißes Wasser. Danke. Und viel Glück. Lang lebe Chukokuka. Okay. Da haben wir bekommen, was wir haben nicht wollten. Über Kriegsbeute. Dann... Let's go! Zur heißen Quelle. Dann looten wir mal die Kiste, wenn die gerade schon aufgemacht wurde. Ja. Ich wechsle einmal hier rein. Ich vergesse das immer. Das ist nicht so toll. Ja, dann nehmen wir die noch mit. Dann nehmen wir schnell die mit. Nein, sie ist zugefroren. Okay, dann gehen wir hier lang. Das geht, glaube ich, schneller. Ach so. Ja, guten Abend, guten Tag. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich eher anbrechende Nacht. I don't know. Windungslagune. Hallo. Juhu. Seid ihr Freund oder Feind? Freund, ich tue euch nicht weh. Quaggan ist sehr froh. Quaggan bezweifelt, dass Quaggan schneller rennen könnte als ihr, obwohl Quaggan es versuchen würde. Das braucht ihr nicht. Ich komme wegen der heißen Quellen. Es hieß, sie seien die heißesten in Tyria. Eine davon ist die heißeste. Nicht zum Baden oder Schwimmen wie die anderen, nur zum Kochen. Wozu braucht ihr so heißes Wasser? Ich muss ein Elixier brauen, das mir hilft, bitterer Kälte zu trotzen. Wenn ich dort bin, will ich einen von Jormags Dienern töten. Oh. Quaggan fürchtet um euch. Tut doch nicht sowas Dummes. Mir fällt schon was ein. Wo ist denn nun diese heiße Quelle? Was ihr sucht, ist gar nicht weit, aber Quaggan zeigt es euch nicht. Ihr lauft in euren Tod. Ich habe nicht vor zu sterben. Das wäre sehr vernünftig. Lebt wohl. Euch sehe ich wohl nicht wieder. Wie traurig. Wie muss ich das tun? Einfach hier rein und dann das hier? Oder muss ich hier runterschwimmen? Ich weiß es nicht. Braut das Elixier. Ich weiß nur halt nicht wie. Ha. Eine eingefrorene Truhe ist hier unten. Okay. Es hat sich jetzt schon gelohnt, hier runterzuschwimmen. Na, eigentlich nicht, aber egal. Okay. Dann schwimmen wir halt wieder hoch. Schwierig. Wie brauche ich das Elixier denn? Ich habe ja... Warte, ich drück Leertaste, dann steige ich einfach auf. Also ich habe das hier. Also ich brauche das hier, und das hier. So, dann habe ich ja eigentlich alle Rezepte.
verstehe nicht, was ich tun muss. So, warte, wir gucken. Haut das Elixier? Ja, aber wie denn? Wie denn? Das ist die Frage. Wie denn? Muss ich hier ran? Nein. Jetzt der Stein. Damit? Hier rein? Ich bin so verwirrt. Ich glaube, ich muss das Event erst wegmachen, damit ich machen kann. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube. Dann machen wir das Event halt eben erstmal kurz. Ich finde es immer so toll, wie Quaggans reden. So, weg mit dir. Von wo kommen jetzt Gegner? Von da hinten. Donnern. Und dann werfe ich mal kurz wieder Steinchen rein. So, von wo kommen denn jetzt wieder Eisblut? Keine Ahnung. Offensichtlich von da. Einer. Wow. Das war ja viel. Eisbrut. Da bleibt die Eisbrut. Ich verstehe nicht, warum die nicht mitkämpfen. Wenn ich die töte, Herzfortschritt. Ja. Dann töte ich mal ein paar Pilze. Und matsche mit dir bitte einmal. Ich möchte kurz das Herz machen, wenn ich schon dabei bin, also das fast habe. Ich verlebe
Interessant, dass der hüpfen darf, obwohl ich ihn wegschieße. So, okay. Habt Dank, Freundin der Quaggan. Ihr habt dazu... habt Dank, Freundin der Quaggan. Ihr habt dazu beigetragen, dass die Thermalquellen sicher sind und Quaggans Freunde zu essen haben. Wenn Quaggan könnte, würde Quaggan leckere Kräuter nach euch benennen. Ihr dürft eure Heckflosse ins Wasser tauchen, wann immer ihr Wärme braucht. Simuba. Okay. Meine Heckflosse ins Wasser tauchen. Okay. Und dann einmal oben hin und einmal das. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt da unten rein dürfen. Und das Elixier brauen. Ich weiß halt echt nicht, wie wir das machen. Wird zum Braunen noch schnell. Kreaturen im Bruder. Okay, wird zum Braunen. Ja, schwierig. Fehlt noch irgendwie. Wie brauche ich das denn? Kann ich das bei so dir brauen? Wie ihr aussieht, wäre Quaggan sicher schon tot, wenn ihr böse wärt. Also. Schwierig. Jetzt habe ich meine Winterbärne. Okay, schwierig, ganz schwierig. Die Aktion war jetzt nicht so intelligent von mir. Ja, ich habe keine Ahnung, wie wir das Gebräu brauen. Das ist halt, I don't know. Kann ich jetzt, ja, schwierig einfach, ne? Ist halt richtig schwierig jetzt. Was wollte ich haben? Winterbeeren. Was brauche ich denn noch? Ich guck mal ganz kurz eben nebenbei nach. Und einen Moment. Wie heißt denn das, was wir brauen müssen? Braut das Elixier vielleicht. Elixier vielleicht. Vielleicht funktioniert es jetzt. Ich weiß es nicht. Warte. Ich habe halt keine Ahnung, wie ich das mache. So. Vorstellen. Ja, gut. Das Problem ist, es hilft mir nicht weiter. Es hilft mir nicht weiter. Es hilft nicht weiter. Das ist mein Problem. Ich muss halt hier hin. Und dann sollte es eigentlich von selbst. Also, in der Wiki steht, das Schmelzelixier wird dann in der Drachenzahn-Thermalquelle bei der Sehenswürdigkeit Brandblasenkessel an der heißen Quelle mit Hilfe dieser Ingredienzen gebraut. So, Problem ist, ich bin ja hier. So, und ich kann ja klicken, was ich möchte. Es funktioniert nicht.
So. So, keine Ahnung. Es funktioniert legit nicht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich meine, ich habe das ja schon mal gemacht. Und ich hatte noch nie, dass es nicht ging. Das ist mein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Dann muss ich zu so einem Loch. Ich habe halt legit keine Ahnung, was ich hier tun soll. Nein. Hilft halt alles nicht so gut. Ich habe gehofft, dass mir die Wiki hilfreicher ist. Okay, dann machen wir es anders. Ich mute einmal, tappe stumm schalten. So, dann gucke ich mir jetzt ein Video an. So. Muss offensichtlich da hinten rein. Hoffe ich zumindest. Muss ich da hinten rein? Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach mal aus. Ich muss da hinten rein. Okay. Ich dachte, das muss man da in dem Dings machen. Aber scheinbar nicht. Gut. Dann hat sich das ja jetzt erledigt. Dann gehen wir hier hin. Und in diesem kleinen Becken mit extrem heißem Wasser lässt sich bestens ein Elixier zubereiten. Ja, aber alles, was ich brauche, dann mal los. Brauen wir ein Elixier. Dieses Zeug kitzelt mich in der Nase. Kommandeur, viel zu tun? Nur, wenn ihr den Kampf mit Eisbrot und Svania als viel bezeichnet. Ach so, ganz normale Arbeitstag also, Tja, ich wollte wissen, ob ihr schon einen veränderten Diener gefunden habt. Was ich so sehe, ist normal. Aber ich bin da an etwas dran. Muss bloß noch dahin kommen, wo es ist. Wäre ich ein Genie, das Vermutung anstellt, was ich ja bin, würde ich mal sagen, Primordus hat noch mehr Energie von Mordremov aufgesaugt. Vielleicht spielt die Nähe eine Rolle und weil Jormak so weit weg ist, hat er nicht so viel Mordisaft abgekriegt. Klingt sinnvoll. Das würde erklären, warum ich noch keine Veränderten sehe. Aber ich suche weiter. Versucht aber nicht dabei drauf zu gehen, ja? Unsere kleinen Gespräche würden mir fehlen. Tschüssi, Ende Gelände. Okay. Ich weiß nicht, ob Taimi sich Sorgen macht oder nicht. Das ist jetzt die Frage, Taimi. Okay. Dann können wir jetzt endlich in das Gebiet hier rein. Der bittere Kälte entdeckt. Einmal hier hin. Dann einmal hier hoch. Hallo. It's me, Taui. So, und dann auf in die nächste Story-Instanz. Aber wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Bis dann und bye bye!